Jetzt bin ich 55 Jahre alt und ein bisschen schon herumgekommen. Nicht nur in Österreich, in der ganzen Welt irgendwie. Und egal, wo ich hinkomme, immer wenn ich sage, I am from Austria, heißt es Austria. Oh, Skiing. Österreich, das Land der Skifahrerinnen und Skifahrer also. Und es ist doch so, keine andere Sportart prägt die österreichische Seele so sehr wie der Skisport. Doch die Skination scheint auf Talfahrt. Immer weniger Österreicherinnen und Österreicher fahren Ski. Kleine, tiefer gelegene Skigebiete verschwinden und die Großen im Westen rüsten auf für das zahlungskräftige Publikum, das in der Regel aus dem Ausland kommt. Wohin bewegt sich die Skination Österreich? Können wir uns das Skifahren noch leisten oder werden wir zur Kulisse? Und wie weit sind wir bereit zu gehen, um diese Kulisse aufrechtzuerhalten? Österreich, das ist das Land der Berge und das Land des Skifahrens. Also wenn du an Österreich denkst, denkst du automatisch auch an den Skisport. Geballte Ladung österreichische Skikunst. Ehren des Siegers, nun die österreichische Bundeshymne. Ich finde schon, dass Skifahren zu Österreich dazugehört. Also ich würde sagen, dass Österreich eine Skination ist. Österreich ist auf jeden Fall eine Skination. Man braucht sich nur die Ergebnisse zum Beispiel im Gegensatz zum Fußball anschauen. Auch ohne Marcel Hirscher geht es nur irgendwie weiter, nicht? Am Berg besteht also kein Zweifel. Österreich ist die Skination. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Oder doch? Harry Gatterer, der Untertitel unserer Sendung lautet von der Skination zum Skigebiet. Den haben in Wahrheit Sie erfunden. Was meinen Sie damit? Skination bedeutet einfach, dass wir uns als Österreicher mit etwas zutiefst identifizieren. Nämlich wir als Nation sind die, die Skifahren. Diese starke Identifikation, diese starke Bindung an die Ski allein, dass wir uns darüber definieren, das hat über die letzten Jahrzehnte lassen uns seit jeher jubeln. Alles begann mit ihm, Matthias Starski. Er erfand mit der Lilienfelder Skifahrtechnik den alpinen Skilauf und gilt somit als Mitbegründer der österreichischen Skination. Nach den Weltkriegen kam das Skifahren als historisch unbelastetes Heimatgefühl gerade recht. Kriegsveteranen bauten mit anstrengenden Skiwanderungen ihre Kriegstraumata ab. Die Weltmeisterschaften in Bad Gastein 1958 werden zur sportlichen Leistungsschau. Toni Seiler wird zum männlichen Held des Wiederaufbaus in Ski- und Showbusiness und die Olympischen Winterspiele 1964 in Innsbruck abgehalten, werden bereits als Spiele in der Heimat des Skisports verstanden. Dafür schaffte das österreichische Bundesheer Tonnen von Schnee per Hand auf die Pisten. Und bis heute jagen die Ausnahmeathleten und Athletinnen von Erfolg zu Erfolg und lassen uns selbst teilhaben an der großen Skination Österreich. Ende Oktober 2019. Mit Stolz fahren tausende Fans zum Weltcup-Auftakt auf den Gletscher bei Sölden, wie jedes Jahr. Das ist was Besonderes und wenn du da aufkommst, das ist einfach ein Feeling. Unbeschreiblich, also live ist live. Ja, die Stimmung, es ist einfach, man muss einmal dabei sein und das selber miterleben, das Gefühl, das ist einfach, ja, einzigartig. Information am Rande, wir befinden uns hier in einem Gletschergebiet. Es ist Ende Oktober, wir sind auf rund 2600 Meter unterwegs. Auffällig ist, es fällt jeder Schnee. Doch vom Felswüsten-Feeling lassen sich die Fans nicht irritieren. Ihnen ist auch ziemlich egal, dass das erste Rennen der Saison auf konserviertem Schnee aus der Vorsaison gefahren wird.
Das Feeling da oben ist super. Als Österreicher auf einem österreichischen Berg, gewaltig. Man fühlt sich bei dem Publikum super und die Stimmung ist fantastisch. Und die Fans feiern weiter in ihrer kleinen Mondlandschaft. So nannte schon der US-Star Ted Ligety die Söldner Gletscherkulisse. Was bedeutet das aus sporthistorischer Sicht? Rudolf Müllner von der Universität Wien weiß das. Wissen Sie, wieso der die ganze Zeit schreit da unten? Ja, weil er Aufmerksamkeit erzeugen will, das ist das eine. Und das zweite, über diese Schallwelle wird auch so etwas wie Gemeinsamkeit erzeugt und über diese Gruppenzugehörigkeit, Teilhabe an dem gesamten Event. Aus Ihrer Sicht, gehört das daher? Naja, ob es daher gehört oder nicht, das ist eine moralisierende Frage. Das ist ein Produktionsort der modernen Sport-Ski-Medienindustrie. Ski Industrial Complex gibt es als Schlagwort dafür. Und das, was ich hier produziere, ist praktisch ein Trademark Österreich nach außen. Die äußerst geschickt inszenierten Bilder von der Skination Nummer 1 gehen um die Welt. Doch wie wird die Skination Nummer 1 von außen betrachtet? Felix Neureuther mit 15 Weltcupsiegen, selbst als Deutscher weltberühmt in Österreich, muss es wissen. Heuer war er erstmals nicht mehr dabei. Wenn du Rennen in Österreich fährst und du siehst die Begeisterung nicht nur der Zuschauer, sondern auch der Medien und wie dort jeder dabei ist, du hast ja auch das Gefühl, es kennt sich jeder Österreicher beim Skifahren aus. Das ist ja so wie in Deutschland beim Fußball. Da denken 80 Millionen, dass sie Nationaltrainer von unserer Fußballnationalmannschaft werden könnten. Und in Österreich ist es halt so, da denkst du, 8 Millionen Menschen kennen sich beim Skifahren aus. Gibt es irgendeine Eigenschaft, die Sie jetzt nach 16 Jahren im Skizirkus ausgemacht hätten, das machen nur die Österreicher. Das machen nur die Österreicher. Homo Austriacus Skifahrer. Was machen nur die Österreicher, was die alle nicht machen? Die Österreicher probieren mit aller Gewalt immer diesen Nummer 1 Status zu halten. Mhm. Und es wird schwerer, weil die anderen ziehen nach. Die Franzosen, die Italiener, die Norweger, wahnsinnig. Und die Österreicher, die werden halt, was heißt belächelt, aber wenn ich denke, was das Budget vom österreichischen Skiverband ist und das Budget vom deutschen Skiverband. In Ihrem Skigebiet? Also in Snospes-Salzburg haben wir 10 Speicherteiche. Davon ist jede mit so einer Pumpstation ein bisschen größer, ein bisschen kleiner ausgestattet. Und dann gibt es noch andere Pumpstationen, eben da, wo das Wasser gefasst wird, wo das Wasser in den Kühlkreislauf. Schalten wir ein Ding so. Jetzt fängt die Teichbelüftung an. Am Grund des Teichs wird jetzt Sauerstoff zugeführt, damit das Wasser umgewälzt wird und seine Wärme abgeben kann. Denn mit gekühltem Wasser beschneit es sich wesentlich besser. Lässt es sich sagen, was eine gewisse Menge technischer Schnee kostet? Man kann so überschlagsmäßig sagen, so zwischen 3 und 5 Euro, was der Kubikmeter Schnee, der erzeugte, was dann auf der Piste tatsächlich da liegt, bei der Erzeugung oder generell mit der Instandhaltung und alles zusammen Energiekosten. Sie sagen 3 bis 5, jetzt nehme ich 4 an im Schnitt, ist schon ja, nicht wenig, wenn oder? Man das umlegt, brauchen wir ja Millionen da oben. Ja, braucht man. Zeit für Größenordnungen. Gezählte 669 Schneekanonen sind im Skigebiet im Einsatz und eine davon kostet rund 30.000 Euro.
Aber es sind nicht nur Schneekanonen, man braucht ja auch Pistenraupen. Der Preis für so ein Ding liegt bei einem Einfamilienhaus zwischen 3.000 und 500.000 Euro. So, Meister Sauna an. Ja. Dieses Ding hat es wirklich in sich. Die Satellitenabdeckung 8 plus 6, nicht? Also 8 GPS und 6 von den russischen Satelliten. Russische Satelliten, ja, unterstützen die Flachau in, ja, der Schneehöhenmessung. Ja, natürlich. Aber nicht im Ernst jetzt. Ja, ja, die Anbieter halt nicht. Aha. Und irgendwann kommen halt dann die neuen europäischen Satelliten, das Galileo, ja, wird dann auch irgendwann aufgeschaltet und das kann man sich dann auch dazu kaufen. Die Grundvermessung des Geländes, also jeder einzelne Hügel, fand im Sommer statt. Das ist die Basis, um die Schneehöhe zu messen, also den Abstand zwischen Gras- und Pistengerät. Mit jeder Fahrt werden die GPS-Daten laufend aktualisiert. So kann man die Schneehöhe auf den Zentimeter genau bestimmen. Alle Daten laufen dann im sogenannten Beschneiungscockpit zusammen. Die Entscheidung, es wird beschneit und wo, fällt in diesem Zimmer. Das fällt mir in diesem Zimmer oder auch mittlerweile am Telefon. Am Handy. Am Handy mit einer App. Mhm. Schaue ich genauso rein, weil dann brauche ich von zu Hause nicht immer in die Firma fahren. Mhm. Das lässt sich daheim schön schauen. Sie sitzen dann daheim am Kamin und sagen einmal, jetzt bitte Schnee. Jetzt machen wir Schnee. Mhm. Jetzt kommt aber die Frage der Fragen. Ja. Wenn die Tageskarte, was sie jetzt kostet, 50 oder knapp über 50, ja, Euro kostet, 50, ja, wie viel davon geht in das Schneemachsystem? Ja, wenn man grob überschlägt, werden es so an die 8 Euro sein, die was bei der jetzigen Tageskarte oder beim jetzigen Tageskartenpreis rein nur in die Beschneiung fließen. Nur unter Anführungszeichen für die Beschneiung. Aber der Mensch kann. Aber jetzt, wo wir den Schnee haben, gehen wir lieber Skifahren, nutzen das aus, es ist ein herrlicher Tag. Wir sind begeisterte Radlfahrer, wir dürfen nicht mehr Skifahren, aber wir fahren jeden Tag auf und schauen ins Dissu. Rund ein Viertel des im Frühjahr eingesammelten Schnees überlebt den Sommer nicht. So mancher aber freut sich, nicht auf den Gletscher fahren zu müssen. Ein bisschen seltsam darf einem die Optik hier aber schon vorkommen. Wir machen das seit, glaube ich, 10 Jahren. Und es hat Winter gegeben, wo es ein bisschen angezuckert gewesen ist auf der, ja, Seite, dann schaut das nicht so spektakulär aus. Ja. Das ist natürlich ein dramatisches Bild, das sich in den Medien gut verkauft. Das ist eine Geschichte, die spannungsreich ist und die auch ein gewisses Skandalpotenzial, ja, hat. Aber wer walzt denn bei 24 Grad Schnee aus? Bitte mal, eine gewisse Eigenverantwortung gibt es dann schon noch. Die Leute fahren auch. Diese Bergbahnen, die haben sich das sicher durchgerechnet, ob sich das so vom Betriebsergebnis halbwegs rentiert. Der Schnee im Sommer ist für Profisportler die Voraussetzung für den Erfolg im Winter. Ende Oktober müssen sie schließlich für den Weltcup-Auftakt in Sölden in Topform sein. Auch Sie in Ihrer aktiven Zeit sind schon im Juli auf Schnee gestanden. Sinnlos. Völlig sinnlos. Aber du musst es machen, weil es die anderen auch machen. Und deswegen machst es du selber auch. Mit dem ganzen Thema Klimawandel, auch dass du ein Zeichen setzt, für die Jungen, ich meine, Greta Thunberg und die ganzen Jungen gehen auf die Straße und wollen die Welt retten sozusagen. Mhm. Und wir gehen mit der Juli Skifahren. Das passt nicht zusammen. Und deswegen wäre es für mich eigentlich schon sinnvoll, wirklich, dass man sagt, okay, man macht einen Cut. Man darf bis Ende August darf man nicht auf den Gletschern Skifahren gehen. Damit schont man die Gletscher. Ab 1. September darf dort oben das Training begonnen werden. Und dann schiebst du halt den Weltcup-Auftakt um 2-3 Wochen nach hinten. Tut überhaupt niemandem weh. Es ist erstens wahnsinnig gut für die Skiindustrie, weil die lang nicht mehr so viele Gelder ausgeben müssen, dass man nach Neuseeland fliegt, nach Chile, nach Argentinien, auf die Schweizer Kletter. Das kostet alles ein enormes Geld. Und damit könnte man die Skifirmen entlasten, man könnte die Gletscher entlasten und es wäre allen geholfen. Eine beachtliche Anzahl von Österreicherinnen und Österreichern verliert offenbar zusehends die Lust daran, selbst Ski zu fahren. Fuhren Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts noch 13% regelmäßig Ski, so sind es heute nur noch 4%.
15% sagen, dass sie gelegentlich Skifahren, 16% selten und 63% der Bevölkerung hierzulande fährt überhaupt nicht Ski. Diese Zahlen passen auch zu jenen des österreichischen Skiverbands. Laut ihm sind 34% der Österreicher Ski- oder Snowboardfahrerinnen. Der ÖSV verweist aber darauf, dass die absolute Zahl der heimischen Skifahrer und Snowboarder seit der Jahrtausendwende leicht angestiegen sei. Also die Begeisterung ist schon noch definitiv vorhanden, aber es ist halt mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden. Die Leute heutzutage, die wollen nicht mehr sich den Aufwand antun, auf den Berg hochfahren, die Skischuhe hochziehen, die Ski hochziehen und dann ein bisschen Skifahren gehen, sondern die spielen daheim am Computer irgendein Skispiel oder sonstige Spiele. Und das ist schon leider Gottes ein massives Problem. Schon immer war Skifahren auch eine Frage des Geldes. Richtig billig war das nie. Die Ausrüstungen werden immer besser und die Trends wechseln laufend. Alleine im Sporthandel wurden im Vorjahr über 1,2 Milliarden Euro von Seilbahnnutzern umgesetzt. In der vierten Generation betreibt Fabio Kerschbaumer in St. Johann im Pongau ein Sportgeschäft. Von wo bis wo reicht ein Preissegment für eine Skiausrüstung? Also wenn man jetzt sagt, man als günstigsten Einstieg, dann wird man ungefähr so bei 900 Euro wird man ungefähr rechnen müssen. 900 Euro für eine Ausrüstung? Für komplett. Da ist jetzt Schuh, Ski, Skianzug, Helm, Brille, Stöcke. Da ist das alles dabei. Das ist dabei. Und was kostet die Mittelklasse? Wir landen bei 1.370 Euro. Und wenn ich jetzt das Feinste von Feinem aus Ihrem Geschäft kaufe, bis wohin kann ich denn da denken? Bis wohin? Nach oben hin, wie man weiß, ist immer viel, viel Luft. In Summe 3.300 Euro. Früher hat man sich sogar die Jacke zum Skifahren ausgeborgt. Und wenn die Skimüdigkeit tatsächlich am Geld läge, warum machen wir es nicht einfach wie damals? Was brauchst du? Ich brauche Schuhe. Ja. Fäustlinge. Ja. Socken. Ja. Da hast du mal ein paar Fäustlinge. Da hast du ein paar Socken. Und die Schuhe kriegst du da drüben. Leihen sich Menschen Skihosen aus? Es gibt natürlich da auch Nachfragen, weil durch das, dass die Gäste immer von weiter her zu uns kommen, um Skifahren zu gehen, kommen die teilweise ohne irgendwas her. Und da wird natürlich auch schön langsam die Nachfrage auch nach Bekleidung mehr. Aber es ist schon noch eher die Ausnahme bei uns jetzt im Haus. Eine durchschnittliche Skiausrüstung für eine Woche bekommt eine vierköpfige Familie im Verleih für rund 350 Euro. Ohne Hose, versteht sich. Ja, für den Skiurlaub gebe ich schon zwischen 1.000 und 1.500 Euro aus. Über den Preis haben wir noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Mei, wenn eine Tageskarte 70 Euro kostet, kostet 70 Euro. Ich fahre sehr oft sogar in Amerika Ski, da kostet eine Tageskarte 160 Euro manchmal. Also ich finde es schon teuer, aber an so einem Tag wie heute ist mir das auch wert. Es sind auf jeden Fall ein paar Tausend Euro inklusive Ausrüstung und allem drum und dran. Was mir oft begegnet ist auf meinen Reisen da für diese Sendung, ist das Argument, es ist so irrsinnig teuer. Das war es denn je billig? Eine billige Geschichte war das ja nie. Man hat immer Equipment gebraucht. Natürlich ist, wenn man so als Familie heute Skifahren geht, das ist schon nicht ohne, das muss man sagen. Aber das Preisargument ist für mich nicht das zwingend Schlagende, sondern das Argument ist, was ist mir was wert? Wofür will ich Geld ausgeben? Was ist mir wichtig? Und dem einen ist es halt das Skifahren und dem anderen ist es halt vielleicht ganz was anderes. Trotzdem, das Skierlebnis boomt. Im Umfeld des Skitourismus wurde im vergangenen Jahr von Branchen wie Gastronomie, Seilbahn und Sporthandel ein Umsatz von 11,2 Milliarden Euro erzielt. Die Seilbahnen befördern also Millionen ins Land. Ihre Entstehung bedeutete für so manches Bergdorf eine einschneidende Zäsur. Für die Bewohner dort gab und gibt es zwei Zeitrechnungen, ein Leben vor und nach dem Skilift. Und es ist gewaltig, was daraus geworden ist. Die Wirtschaftskammer spricht von rund 125.900 Arbeitsplätzen, die durch die Seilbahnwirtschaft gesichert werden. 17.100 direkt bei den Seilbahnbetrieben und der große Rest in Branchen wie Sportartikelhandel oder Gastronomie. Robert Groß von der Uni Innsbruck ist Experte für die Beschleunigung der Berge, wie er es nennt, durch die Skilifte. Denn eines ist klar, ohne Skilift keine Skination. Wenn man sich die Geschichte des Skilifts anschaut, dann ist es eigentlich interessant,
dass der wichtigste Konstrukteur der Skination, der Identität einer österreichischen Skination eigentlich ein Schweizer war. Nein. Doch. Nein. Doch. Das beginnt tatsächlich in den 30er Jahren in der Schweiz. Und der zuständige oder verantwortliche Herr, das ist der Ernst Konstam. Ernst Konstam ist Maschinenbauingenieur. Und was er macht, ist, er entwickelt einen Schlepplift. Ja. Und dieses Patent verbreitet sich innerhalb von kürzester Zeit in den europäischen Alpen, in Skandinavien, in den Vereinigten Staaten. Und in den 50er Jahren stirbt er natürlich als reicher Mann. Ja. In den Dörfern, in denen Skilifte gebaut werden, das sind die Dörfer, die interessant werden für den Wintertourismus. Also ohne Lift kein Musi. Sozusagen. Aber nur der Lift alleine, der reicht heute nicht mehr aus, um Massen anzuziehen. Es geht um Pistenkilometer und Liftanlagen, die Komfort bieten. Doch wie weit sind wir willens zu gehen, um da noch mitzuhalten? Ganz nach dem Motto: höher, schneller, weiter. In Tirol führt uns eine sogenannte Gletscherehe, die geplant ist, dies vor Augen. Das Pitztal soll über den Gletscher mit dem nicht weit entfernten Ötztal verbunden werden. 3 Seilbahnen, 64 Hektar Pistenflächen, ein Skitunnel und ein mächtiger Speicherteich sind geplant. Ein Mammutprojekt für über 130 Millionen Euro. Denn während dem gut ausgebauten Sölden der Rubel rollt, gehen die Nächtigungszahlen im Pitztal zurück. Und dort kommt man noch dazu nur per Tunnelbahn ins Skigebiet. Eberhard Schultes von den Pitztaler Bergbahnen sieht durch den möglichen Zusammenschluss der zwei Täler eine positive Zukunft für alle. Wie zeitgemäß ist es denn, jetzt einen Gletscher ausbauen zu wollen? Unsere Kunden haben zwei Hauptkriterien, nach deren sie ihr Skigebiet wählen. Das ist einmal die Größe. Da können wir momentan nicht mehr mithalten. Aber speziell die Höhenlage, die Schneesicherheit. Wie viele Lifte habt ihr jetzt? Jetzt haben wir im Skigebiet herum 5. Plus die Stollenbahn als reinen Zubringerbahn sind 6. Das heißt, die Pitztaler erwarten sich, dass sie mit dem Söldner Skigebiet verbunden werden, dass die Gäste, die im Pitztal wohnen, richtig, mehr Skifahren können. Aber fahren würden sie in Sölden, weil ihr kriegt ja nicht viele neue Lifte dadurch. Wir hängen dann auf ein bestehendes Skigebiet dran und haben miteinander würden wir dann über 600 Hektar an Skifläche unseren Kunden zur Verfügung stellen. Wir erwarten uns dann einfach wieder mehr Nächtigungen, sodass auch im Tal unten wieder mehr investiert in Infrastruktur, in Hotellerie, Gastronomie investiert werden kann. Und warum heißt es Gletscher-Ehe? Müssen Sie irgendwie was verbinden? Müssen Sie irgendwo gewaltsam Eis auftragen? Oder ich frage mich jetzt bloß, geht es wirklich bloß um ein paar Stützen und neue Seilbahn? Wir haben geplant, 3 Seilbahnen zu bauen. Aha. Diese Seilbahnen haben ihre Stationen, ihre Stütze alle auf Fels, also nicht auf Eis oder irgendwo in Moränen, sondern wirklich auf standhaften Fels. Also 3 Seilbahnen und ca. 64 Hektar neue Pisten. Aber was bringt so eine große Investition tatsächlich? Antworten vom Wirtschaftsgeograf Robert Steiger, Uni Innsbruck. Aus wirtschaftsgeografischer Sicht jetzt, was heißt das, wenn die sich zusammenschließen? Mit der touristischen Brille gesehen, für diese beiden Täler glaube ich positiv. Man kann davon ausgehen, dass mehr Gäste kommen werden, weil das Prädikat weltgrößtes Gletscherskigebiet, das ist schon was wert, damit kann man gut werben. Man muss das aber auch über die Grenzen der Täler hinausdenken, weil Tourismus ist ja immer auch mit negativen Begleiterscheinungen verbunden. Solche Projekte tragen dazu bei, dass wir steigende Verkehrsbelastung haben werden. Und das passiert für diese beiden Regionen vor allem auch über den Fernpass, also von Füssen kommend nach Süden durch, wo wir heute schon an die Kapazitätsgrenzen kommen im Winter. Dauergast im Ö3 Verkehrsfunk, ja? Genau, also das werden die meisten Hörer vom Ö3 kennen im Winter, inzwischen auch im Sommer. Das Problem kennt man im Westen Österreichs nur zu gut. Stundenlange Wartezeiten im Stau und auch Parkplatzprobleme gibt es vielerorts in den Skigebieten. Es ist eigentlich nicht so nett, weil als Einheimische kriegt keiner mehr einen Parkplatz, wenn du irgendwo in die Bank musst oder einkaufen gewusst. Das ist immer irgendwas in Bewegung. Parken ist eine Katastrophe oben und ja, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, keine Ahnung. Das ist natürlich auch für die Familien, die da sind, oft auch, egal ob man einkaufen geht oder wo man hingeht, es ist immer mit Massen verbunden. Zurück im Pitztal. Der geplante Gletscherzusammenschluss ruft Umweltschützer auf den Plan. Gerd Estermann spricht von der Planierung, Überschüttung und Abtragung von gewachsenem Gletschereis in der Dimension von 100 Fußballfeldern.
Seine Petition gegen das Projekt hat bis jetzt über 150.000 Unterstützerinnen gefunden. Die Bergbahnen oder die Befürworter des Projekts sagen, es geht um 0,6% der Gemeindefläche. Wäre das nicht ein zu bringendes Opfer? Ja, wenn es jetzt 0,6 oder 6% oder was immer auch der Fall ist, es geht darum, dass man Grenzen setzen muss. Die Gletscher werden weniger. Und wenn man den Gedanken jetzt so fortsetzt, dann haben wir halt später in 20 Jahren die Betonbauten, ein riesen dreistöckiges Seilbahnzentrum und jede Menge Liftstützen. Ob das dann der Tourist der Zukunft noch haben möchte, wage ich zu bezweifeln. Unten im Pietztal erhoffen sich Betriebe und Gaststätten einen Anstieg des Tourismus durch das Megaprojekt. Denn momentan haben viele Menschen hier Existenzängste. Familie Schütz hat sie noch erlebt, die goldenen Zeiten des Pietztals. Wir haben einen Friseur da gehabt, zwei Sportgeschäften, ein Lebensmittel haben wir da gehabt, einen Eislaufplatz, eine Eisstockbahn. Wir haben einen Tourismusverband, die Bank, alles im Ort gehabt. Von alledem ist nichts mehr da. Die haben zugesperrt. Die Entwicklung kann ich auch, das ist im ländlichen Raum überall. Ja, aber man darf doch wohl dagegen kämpfen. Das ist eine Katastrophe für den Tourismus, weil wir den Menschen nichts mehr anbieten können. Wir leben einmal vom Markt. Und der Markt verlangt Neuerungen, Verbesserungen, Änderungen. Und wenn der Markt ist, wenn wir das nicht haben, dann gehen wir einfach am Markt vorbei. Können Sie die Argumente Ihrer Gegner irgendwie nachvollziehen? Es gibt, wie im Leben immer, zwei Sichtweisen. Wir können sie teilweise nachvollziehen. Am Ende des Tages hat die zuständige Behörde zu entscheiden, ob dieses Projekt letztendlich umweltverträglich ist, ja oder nein. Schon, aber meine Frage war nicht, dass Sie mir den Behördenweg erklären, sondern ob Sie nachvollziehen können, dass Kritiker der Sache ablehnend gegenüberstehen. Teilweise kann ich sie schon nachvollziehen. Was verstehen Sie? Welchen Teil der Kritik können Sie nachvollziehen? Dass es ein Eingriff in die Naturlandschaft ist. Und was passiert mit dem Geld, das da in den Skigebieten erwirtschaftet wird? Bleibt es tatsächlich im Tal? Also generell kann man davon ausgehen, dass der Anteil des Kapitals, das in der Region bleibt, sehr hoch ist. Also hier spricht man so von 70-80%. Allerdings sieht man jetzt auch, wenn Objekte verkauft werden in der Hotellerie, dann geht es oftmals an Investorengruppen aus dem Ausland, Großbritannien, Niederlande, Russland, Ukraine und so weiter. Und das heißt, ein Teil der Wertschöpfung wird künftig in diese Länder abfließen, weil die Investoren wollen ja Geld verdienen. Ein Beispiel dafür ist Zell am See. Hier soll das Geschäft mit Zweitwohnsitzen florieren. Die sogenannten Chaletdörfer und Apart-Hotels lösten einen wahren Bauboom in Zell am See aus. Der Hotelier und grüne Gemeinderat Werner Hörl sieht diese oft aus dem Ausland getätigten Investitionen durchaus kritisch. Das Apart-Hotel-Modell funktioniert ja so, dass der einzelne Besitzer dieser Wohneinheit das Recht hat, 6 bis 8 Wochen im Jahr seine Einheit selbst zu nutzen. Und der restliche Teil sollte vermietet werden. Dann und wann wird vermietet? In der restlichen Zeit stehen die Apartments dann leer, mit allen Auswirkungen, dass man sozusagen in Geisterorten lebt. Alles ist dunkel, Rollläden sind heruntergelassen und nichts passiert. Und nicht nur das. Die erhöhte Nachfrage führt zu einem Anstieg der Kosten bei Mieten und Baugründen, die sich die lokale Bevölkerung oft nicht mehr leisten kann. Zell am See soll nicht Kitzbühel werden, denn dort kostet 1 Quadratmeter Baugrund im Durchschnitt mittlerweile 1.645,70 €. In Lech am Arlberg sogar 1.806,20 €. Nachhaltig ist das alles nicht, was da jetzt entsteht. Da passiert einmal eine Wertschöpfung während des Baus und die einheimische Bevölkerung hat keinen Vorteil in keinster Art und Weise von all diesen Apart-Hotels und Zweitwohnsitzen. Ganz im Gegenteil, wenn man sich den Wohnraum nicht mehr leisten kann, dann wandern jene, die eben nicht erben, aus den Skiregionen in die Großstädte ab. Sind das wirklich die erwünschten Aussichten? Wir haben so viele Vorteile und jetzt müssen wir nur aufpassen, dass uns die Vorteile nicht zum Nachteil werden, ja, indem wir eben das zu viel gleichzeitig auf einmal und dass wir aus diesem alten Paradigma, jetzt müssen wir nur was bauen und nur was machen und nur was machen, ja, dass wir da nicht in eine falsche Denke kommen und vergessen, dass es eben um diese Lebensqualität vor Ort geht.
wenn die wegfällt, nämlich, ja, wenn wir hier plötzlich niemanden mehr haben, der hier leben wollen würde, dann haben wir plötzlich sowas wie Trabantenstädte, so, wo ich sage, ja, das ist dann wirklich nur mehr Kulisse. Dann wird man eine Kulisse erreichen. Und das kann, das ist zumindest meine Sicht, nicht das Ziel sein, das wir in Österreich verfolgen. Ganz neue Lifte zu bauen wird immer schwieriger. Auf der Jagd nach mehr Pistenkilometern ist das Verbinden von Skigebieten jetzt der letzte Schrei. Mit dem Vorstand der örtlichen Bergbahnen steige ich in der Flachau in den sogenannten G-Link. Dieser verbindet übers Tal das Griesenkar mit dem Grafenberg. Jetzt gibt's die Frage, die, glaube ich, da geht's aber runter. Wie hoch ist das denn? Wir sind da knapp 160 Meter über dem Tal. Keine Stütze? Keine Stütze, frei gespannte Bahn, ist eine Pendelbahn mit zwei Fahrkabinen, jeweils 125 Personen, in einer Fahrzeit von 7 Minuten von links nach rechts. Ihr, die Liftbetreiber, ihr wollt es auf Faktor 1000 hinausziehen, geheizte Gondeln und WLAN und vielleicht noch Wachseln auf dem Weg hinauf. Was antworten Sie dem? Heute sind die Beförderungszeiten relativ schnell und eigentlich die Gondelfahrt ist die Erholungsphase für den Skifahrer. Darum gibt es auch Sitzheizungen, darum gibt es auch WLAN. Wir sind in der laufenden Konnektivität. Trotzdem, glauben Sie, dass dieses noch größer, noch mehr Kilometer, diese Jagd nach dem größten Skigebiet der Alpen oder von mir aus der Welt, kommt die irgendwann an ein Ende? Wer kann denn 200 Pistenkilometer abfahren? Wenn Sie mehrere Tage in diesem Skigebiet sind, kein Problem. Früher ist man an einem Lift, an einer Piste öfters gefahren. Heute ist Scouting angesagt, man scoutet quer durch das Skigebiet. Skifahren wird ein Erlebnis, ist nicht mehr ein Sporttag, sondern ein Erlebnistag. Man will einen Tag am ganzen Tag spüren. Na, vergleichen kann man das nicht mehr, weil früher ist einfach, das Skigebiet nicht in dem Ausmaß da gewesen. Es sind einfach die Qualität für die Ski, für die Ausrüstung ist nicht so gut gewesen. Man hat müssen zu Fuß die Piste hinaufgehen und dass man dann einmal oder zweimal hat können am Tag runterfahren. Wir haben das Haus direkt am Berg gehabt, beim Lift. Und meine Mama und mein Vater, die haben mich immer nur rausgeschöpft. Und ich bin auf und runtergefahren wie so ein kleiner Depp. Und ja, ich habe sogar das Pisteln vergessen, weil ich nur gefahren bin. Es gibt Skigebiete, in denen ist die Zeit stehen geblieben. Und mit der Zeit auch der Skilift. In den vergangenen Jahren mussten in Österreich Dutzende Skigebiete permanent zusperren. Und es trifft immer die Kleinen, so gut wie nie die Großen. Vor allem in tieferen Lagen sind wir mit der Situation konfrontiert, dass Skilifte, die es lange gab und die lang funktioniert haben, eingestellt werden. Welche Bedeutung hat es dann für die Gemeinde, fürs Dorf, für das? Wenn ich in einem Bergdorf wohne, als Bergbauernsohn den Sesselliftbügel hinter den Hintern der Skifahrer geklemmt habe oder in der Nacht auf der Pistenraupe gesessen bin, dann definiere ich meine persönliche Identität natürlich ganz stark über diese Tätigkeit. Ja? Und in dem Moment, wo der Skilift zusperrt, ja, ist das natürlich ein riesengroßer, teilweise katastrophaler Bruch in der Identität. Diese Bilder haben wir in der vergangenen Saison im Skigebiet Gaissau-Hintersee in Salzburg gedreht. Trotz Bergen an Naturschnee und der Nähe zur Salzburger Stadtgrenze stehen hier die Lifte. In den 70er Jahren wurde eröffnet, vor allem bei skifahrenden Familien war Gaissau-Hintersee sehr beliebt. Nun vermisst Maria Ziller die vielen Gäste auf der Spielbergalm. Es ist einfach immer so ein Skigebiet gewesen, vor allen Dingen für die Familien, für die Kinder. Und dann bei so einem herrlichen Schnee stehen auf einmal die Lifte still. Also das ist unheimlich. Seit 2016 hält ein chinesischer Investor 75% an diesem Liftbetrieb. Investiert werden sollte vor allem in die Schneesicherheit, denn die Talstation befindet sich auf nur rund 750 Metern Seehöhe und nicht immer gibt es so viel Naturschnee wie im Winter 18-19. Doch die Kommunikation mit Peking, die riss ab. Es wurde kein Personal bestellt und die Tanks der Pistenraupen blieben leer. Rien ne va plus. Viele Leute haben keine Arbeit jetzt im Winter, die sonst als Saisonarbeiter in den Almhütten gearbeitet haben. Auch beim Lift, man muss denken, da sind 35 bis 40 Leute angestellt gewesen. Für uns als so kleine Gemeinde ist das schon ganz, ganz schlimm. Der Lift brachte Geld ins Dorf. Geld, das der kleinen Gemeinde jetzt schmerzhaft fehlt. Hat ein Skigebiet mit
1000 bis 1500 Meter überhaupt noch Zukunft? Grundsätzlich muss man sagen, technisch gesehen kann man in diesen Höhen noch gut beschneien heute. Und das wird auch in 30 Jahren technisch noch möglich sein. Es werden die Kosten dafür aber steigen, weil der Klimawandel bringt sozusagen weniger Naturschnee. Die Frage ist, welche Skigebiete sich das künftig noch leisten werden können. In der Gaisau stellen sich die Dorfbewohner nun dem Problem und spezialisieren sich auf Skitourengeher. Denn gegen die Gaisauer Bergbahnen musste ein Konkursverfahren eingeleitet werden. Und bis man einen neuen Investor gefunden hat, ist der einzige Lift, der hier noch fährt, die Schnapsbahn. Sicherlich muss man da noch Alternativen schauen, Schneeschnurwanderer, Tourengeher. Es wird sich schon ein bisschen mehr werden, aber das mit einem Skibetrieb kann man es absolut nicht vergleichen. Aber sind es nicht gerade die kleinen Skigebiete, in denen wir alle das Skifahren dereinst gelernt haben? Bewegung, Knie weich, Stock vor, keine verkrampfte Bewegung, Jäger da vorne, gell? Schön anständig laufen. Also Skifahren habe ich gelernt in St. Georgen auf dem Kaiserberg. Das ist aber nur ein Hügel mit 300 Meter Seehöhe. Ich habe in Kirschlag Skifahren gelernt und das ist eher ein kleines Skigebiet. In die kleinen Skigebiete in der Hinterschroffenau. Das ist schon weit zurück. Da müssen wir mal ein Jahr 40 Jahre zurückgreifen. Skifahren habe ich gelernt in der Nähe von Linz. Wir haben damals noch Schnee gehabt. Sind mit dem Bus nördlich von Linz nach Kirschlag gefahren. Das ist ein Skigebiet 10 Kilometer weg, ein paar Schlepplifte. Und da hat eigentlich jedes Linzer Kind aus meiner genial, weil es so eine Win-Win-Situation für alle gewesen ist. Skipädagogisch wertvoll, Sport, gesund. Die Skikurse waren in den sogenannten Tourismuslöchern drinnen. Und das war der Nachwuchs für den Tourismus. Ja. Doch in den 90er Jahren war es vorbei mit dem verpflichtenden Schulskikursangebot in Österreich. Zum Kummer vieler Touristiker. 1979 fuhren ganze 252.000 Schülerinnen und Schüler auf Skikurs. Bis 2011 halbierte sich die Teilnahme auf rund 133.000 und bleibt nun in etwa gleich. Aber es gibt sie noch, die Schulklassen auf den Pisten. Wie hier auf der Kärntner Hochrindl, wo heute die Kinder aus der Region auf den Brettern stehen, im Nebel. Vielen Dank, dass Sie die Kinder mitgebracht haben. Ich nehme an, Sie sind nicht sauer, dass Sie heute nicht in die Schule haben müssen, die Kinder. Ich oder die Kinder? Na, die Kinder. Na? Und wie schaut es bei Ihnen aus? Ich auch nicht. Kann man sich auch was Schlimmeres vorstellen. Ne? Wie viele Kinder haben Sie denn in der Schule? 52 Kinder 52. Sind an unserer Schule, ja. Und wie viele davon fahren Ski? Alle Kinder fahren Ski. Wenn wir Skitage machen, dann sind alle dabei. Natürlich fahren nicht alle gleich gut, aber sie fahren alle. Aber so Skitage, wo Sie jetzt sagen können, na, schön ist heute, statt Turnen gehen wir Skifahren, das geht sich nicht aus, oder? Kurzfristig ist es natürlich schwerer. Organisatorisch. Ja. Eine 100%ige Skifahrerquote in Österreichs Schulklassen, die totale Ausnahme. Es trauen sich immer weniger Lehrer, mit den Kindern in die Berge zu gehen. Und mit ihnen Skifahren zu gehen, Verletzungsrisiko. Was passiert, wenn der sich einen Arm bricht? Dann kommt die Eltern und verklagt und was weiß ich was. Und das ist so schade. Die Lehrer, die sollen mit den Kindern rausgehen und mit ihnen was erleben. Ihnen auch die Natur zeigen, dass die auch ein Empfinden für die Natur haben. Und das findet leider Gottes immer weniger statt. Dass diese Zeit in der Natur wertvoll ist, hat man auch auf der Kärntner Hochrindl erkannt. Gemeinsam hat es die Region geschafft, das bedrohte Familienskigebiet am Leben zu erhalten.
Die findige Unternehmensberaterin und Neo-Skilift-Betreiberin Alexandra Prestowanski will mir erklären, wie das funktioniert, auch wirtschaftlich. Sie sind eine erfolgreiche Unternehmerin und kaufen sich einen Skilift. Was ist los mit Ihnen? Die Frage kriege ich nicht das erste Mal. Das hat natürlich Gründe, die liegen in der Geschichte. Ich bin ja herum aufgewachsen und das Skigebiet als solches ist mir immer schon am Herzen gelegen. Und es hat keinen Käufer gefunden. Ich bin nur so reingeschlittert. Gott sei Dank, muss ich heute im Nachgang sagen, dass wir dann ein Skigebiet im Endeffekt gekauft haben. Wie schlittert man in einem Millionenunternehmen? Jetzt ehrlich. Na ehrlich, es ist, da anfangen wir wirklich, wir wollten helfen. Es ist uns ja, wir kennen herum die Leute, wir kennen das Skigebiet. Es liegt uns einfach, es ist uns wichtig, dass das weiter betrieben wird. Wir sind auf der Horindler größte Ausbildner von Kärntner Volksschulen. Überhaupt? Überhaupt. Also mehr, über ein Drittel. Wir sind nicht das größte Skigebiet, aber für die Volksschulen sehr wohl, weil mehr als ein Drittel werden auf der Horindl ausgebildet. Also Renditenerwartung, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren jetzt. Oder? Nein, es gehen sicher keine großen Renditen raus, aber natürlich muss man auch wirtschaftlich denken. Und das Skigebiet kann sich schon wirtschaftlich auch erhalten. Doch trotz Förderungen und heimischen Investitionen schien das Projekt beinahe noch einmal zu verunfallen. Ein neuer Speicherteich für über 3 Millionen Euro musste her. Mit diesem Teich kann die Grundbeschneiung innerhalb von 6 Tagen sichergestellt werden. Mit einem sogenannten Crowdfunding drückte die Bevölkerung ihre Wertschätzung für das Projekt aus. Das Projekt von diesem See war das Crowdfunding. Das war die Idee dahinter. Ja. Wie viel haben denn die Hochrindler und Sirnitzer und so weiter alle gespendet? Naja, eine ganze Menge. Also wir haben den unglaublichen Betrag von über 300.000 Euro zusammengekriegt. Von den Leuten, die hier wohnen? Unter anderem. Die meisten waren von den Leuten, die hier wohnen. Viele auch aus der näheren Umgebung. Es waren auch Klagenfurt. Es sind auch viele Leute aus Deutschland, Holland, wo auch immer die herkommen. Die haben gesagt, hallo, wir wollen, dass dieses Skigebiet erhalten bleibt. Und dort leisten wir uns einen Teil. Und wenn es nur 50 Euro waren, die haben da alle freiwillig reingespendet. Kann es sein, dass Sie in 20 Jahren sagen, so, jetzt bin ich da, die Alex, und ich hätte jetzt gern einen vierfach größeren Teich? Also was ich fragen will, ist, hört es irgendwann auf? Also ich denke nicht, dass ich das machen werde. Es hört, wir sind ein kleines, feines Skigebiet und wir haben auch nicht den Plan, das groß auszubauen. Sage ich mal, eine Familienabfahrt hier oder ein kleiner Kinderrutschhügel dort. Aber es wird nicht viel größer werden. Nein, das wird nicht passieren. Also ganz nach dem Motto Skifahren wie früher. Aber vielleicht suchen wir ja genau diese Art von Langsamkeit in der Natur. Zum Beispiel beim Schneeschuhwandern, abseits perfekt präparierter Pisten. Das, was wir da gesehen haben, frisch verschneit, ist totale Idylle, ist ein Traum. Das ist schon Kitsch, oder? Das ist Kitsch. Das ist natürlich auch ein unheimliches Glück, wenn man so einen Tag erwischt wie heute, wo man da im glitzernden Pulver dahin marschieren kann, hat man nicht jeden Tag. Aber dennoch ist das Erlebnis in der Natur schon ganz was Besonderes. Diese Sportarten, die eben die Geschwindigkeit rausnehmen, wo es nicht um den Wettbewerb geht, sondern wo es darum geht, dass man sich selber spürt, in einem guten Bereich sich selbst erlebt sozusagen, die nehmen an Bedeutung zu und die Natur dadurch nochmal ganz anders zu erleben. Also dieses Idealbild vom Skilehrer, Sie glauben, das ist ersetzbar durch das Idealbild des Skiwanderbegleiters? Es ist ersetzbar durch den Gastgeber, der in den Vordergrund gerückt wird. Ich finde es übrigens eine ganz eine tolle Entwicklung, weil es eben, wenn wir nicht nur das Spektakel suchen, dann ist es nicht nur Kulisse und nicht nur Technik, sondern dann sind die Menschen gefordert. Und das ist, auf das wird sicher viel ankommen in den nächsten Dekaden, dass wir uns als Menschen im auch touristischen Land Österreich dieser Rolle durchaus bewusst werden. Die Erfolge im Sport, die scheinen durch den ÖSV garantiert. Die dürftige Schneelage ist da schon eine ganz andere Bedrohung für die Skination Österreich. Und wenn es für das Megaproblem der Megastaus durch an- und abreisende Urlauber nicht bald eine Lösung gibt, dann droht die Stimmung im Skiland Österreich zu kippen. Da kann dann nur noch einer helfen. Sie kennen den Marcel hier schon gut, das weiß ich. Könnten Sie nicht einmal anrufen, ob er noch mal fahren will? Der hat für sich die Entscheidung getroffen und
ist, glaube ich, damit auch wirklich sehr zufrieden. Wenn Sie ihn noch einmal zum Comeback überlegen. Ah, nein, das soll ein anderer machen. So. Das soll ein anderer machen. Da muss der Bundespräsident anrufen oder sonst wer. Da bin ich raus. Da bin ich raus.